Elektronische Wagen sind heute sehr genau und trotzdem ziemlich günstig zu bekommen. Dieses Teil hier kann bis zu 300 Gramm wiegen mit einer Auflösung von 10 Milligramm. Und es kostet gerade mal 10 Euro. Es gibt davon auch größere Modelle, zum Beispiel für die Küche oder als Personenwagen. Heute schauen wir uns mal an, wie so ein Teil funktioniert. Bis gleich! Okay, dann versuche ich das Teil auseinander zu schrauben. Das sind aber keine Schrauben. Also jetzt sind die unter den Gummifüßen. Da ist aber auch keine Schraube. Und es bewegt sich hier. Ich glaube, das hängt nur an diesen zwei Fädern hier. Das geht so nicht. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Der Plan ist es hier mit diesem Draht die Feder hochzuziehen und die dann so aushängen zu können. Boah, das Ding geht echt schwer, aber das klappt. Okay, das mache ich dann drüben auch und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe mal, dass ich das Teil dann auch irgendwann mal wieder zukriege. Okay, die zweite Feder ist jetzt auch ausgehängt und dann schauen wir mal, ob das Ding jetzt aufgeht. Ah, das geht schon ziemlich leicht. Okay, ja, wie geht das denn? Eine Drehscheibe mit Lichtschranke und irgendeine Feder, das heißt, wenn man da drückt, geht die Elektronik an. Dann werden die Impulse gezählt und jeder Impuls ist 500 Gramm. Ja, kann man so machen. Ist zwar relativ ungenau, wieso zeigt das 0,1 an? Das kann doch gar keinen Wert unter 0,5 anzeigen. Okay. Ist die Auflösung vielleicht doch 100 Gramm? Nee. Okay. Also das ist schon mal ein ziemlich primitives Verfahren. Ich denke mal, das wird schon lange nicht mehr so gemacht. Ich schaue mal, ob auf dem IC ein Datum draufsteht, wie alt diese Waage ist. Da kann man relativ deutlich erkennen, 1986, die 28. Woche, das Teil ist also über 35 Jahre alt. Okay, so macht man das heute ganz bestimmt nicht mehr. Schauen wir uns also mal ein neueres Modell an. Das hier ist zwar auch nicht gerade frisch aus dem Laden, aber deutlich moderner als das andere. Da sollte also einigermaßen aktuelle Technik drin sein. Gut, dann gucken wir mal, wie das Ding auseinander geht. Okay, es sind schon mal 4 Batterien drin, aber ziemlich viele Schrauben. Okay, da muss ich mir mal einen Schraubenzieher holen und dann fange ich da mal an, die alle rauszudrehen. Okay, das war die letzte. Jetzt müsste das Teil also aufgehen. Müsste eigentlich gehen. Ja, so geht's. Okay, es sind tatsächlich 4 Drucksensoren drin. Na, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Okay, hier haben wir die Auswerterelektronik. Dann haben wir hier 4 gleichartige, wie auch immer funktionierende Drucksensoren, die über ein Kabel mit dieser Elektronik verbunden sind. Also diese Elektronik scheint dann ja wohl alle 4 gemessenen Gewichte zusammenzuzählen und zeigt die dann im LC-Display an. Das Display ist direkt darunter. So, kann man denn da erkennen, wie das funktioniert? Nicht wirklich, aber es sind 3 Strippen.
Ich muss das Teil also mal rausschrauben. Vielleicht kann man dann erkennen, wie das Ding funktioniert. Da ist ja nur eine Schraube dran. Da sollte sich das gleich lösen hier. Okay. Das ist einfach ein Stück Blech, auf dem da irgendwas draufgeklebt ist. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Hier ist ja eine Aussparung. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, dann wird der Druck hier auf diese Seite übertragen. Und dann biegt sich dieses Blech nach unten. Das heißt, das Blech, das da drunter ist, also dieses Stück hier, das wird dann etwas länger. Und da ist dieses aufgeklebte Teil ist wahrscheinlich ein Dehnungsmessstreifen. Und der wiederum misst dann die Längenänderung auf diesem Steg, also auf der Oberseite. Bei dieser Waage, da sieht man das besonders gut. Ich habe schon mal alle Schrauben rausgedreht. Ja, das Teil ist schon ziemlich minimalistisch gebaut. Aber gut, mehr braucht man nicht. Also ein Messwertaufnehmer und ein bisschen Elektronik. Also man kann jetzt hier schon erkennen, dass da oben hier wahrscheinlich so ein DMS draufgeklebt ist. Unten ist auch einer. Das schauen wir uns nachher etwas genauer an. Und wenn man jetzt hier einschaltet, dann kalibriert sich das Teil erstmal. Das heißt, die Widerstände dieser beiden Messstreifen werden als Null betrachtet. Und alles, was sich danach ändert, wird dann durch irgendwelche Operationsverstärker sind da wahrscheinlich drin, verstärkt, digitalisiert und auf dem Display dann angezeigt. Das Ding geht bis 5 Kilo. Und scheint ganz gut zu funktionieren. Okay, dann schauen wir uns den Messbalken mal etwas genauer an. Die haben sie echt gut gemeint mit dem Festschrauben. Okay, da ist also oben ein DMS drauf und unten ist ein DMS drauf. Und da sind zwei Löcher drin, damit sich dieser Balken genau an dieser Stelle biegt. Und egal wie der steht, egal wie der liegt, beim Einschalten wird immer 0 angezeigt. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie so ein Messstreifen funktioniert. Ein DMS besteht eigentlich nur aus ein paar Leiterbahnen auf einer Folie. Das funktioniert dann wie ein Draht, an dem man zieht, der wird dann länger und dünner. Der Widerstand wird also größer. Man darf ihn aber nur so weit lang ziehen, dass er wieder zurückfedert. Bei einem DMS sind das nur ein paar Prozent. Die messbare Widerstandsänderung ist also sehr klein. Deshalb baut man die DMS in der Brückenschaltung und verstärkt die Differenzspannung mit einem OPV. Mit 4 DMS in der Brücke, 2 die gedehnt und 2 die gestaucht werden, wird das Signal doppelt so groß. Das gibt dann eine höhere Auflösung. In meiner Personenwaage sind anscheinend in jeder Ecke jeweils 2 DMS drin, denn dafür braucht man ja nur 3 Leitungen. In der Küchenwaage sind es aber vermutlich 4, weil da ein vieradriges Kabel vom Messbalken zur Elektronik geht. Die kleine Waage ist leider rundum verklebt, man kann die also nicht aufmachen. Man sieht aber an den 2 Schrauben, dass da bestimmt auch so ein Messbalken drin ist. Alle Wagen waren ja sehr preisgünstig, also sonst hätte ich sie ja nicht gekauft, und funktionieren ziemlich gut. Die Technik kann man also wohl sehr billig herstellen. Okay, das war's dann mal wieder. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video.